Herzlich willkommen bei den Literaturschautis von Boysen und Mauke. Heute habe ich ein neues Lieblingsbuch vorzustellen. Dieses Lieblingsbuch habe ich seit einer Woche. Das ist von Paul Maar, Wie alles kam, Roman meiner Kindheit, erschienen bei Fischer für 22 Euro. Paul Maar kenne ich bisher vom Sams, wie wahrscheinlich viele von euch und Ihnen. Schon unzählige Male vorgelesen, auch selbst gelesen. Mir Wunschpunkte gewünscht für bessere Dinge. Schon als Kind habe ich mir Wunschpunkte gewünscht und heute hätte ich auch gerne noch mal ein paar zur Verfügung. Würde sie sehr vorsichtig einsetzen. Und wenn freitags frei ist, und hoffe ich manchmal, dass samstags das Sams kommt, aber bisher ist es mir nicht vergönnt gewesen. Also habe ich mir Paul Maar genommen und habe angefangen zu lesen. Und er schreibt auf ganz leichtfüßige, schöne, natürliche Art aus seiner Kindheit. Er erzählt, als würde er mit mir Tee trinken und erzählen und kommt von diesem auf jenes und erzählt in einem ganz leicht fließenden Fluss. Das war ein doofer Satz. Aber Sie wissen, was ich meine. Man liest dieses Buch und man saugt es in sich ein, weil es eigentlich keine Stelle gibt, wo man aufhören kann, weil man immer weiterlesen muss. Er schreibt von ganz frühen Kindheitserinnerungen. Er schreibt von ganz beengten Verhältnissen, weil sie zu den Großeltern ziehen müssen im Krieg, weil sie aus ihrer Heimatstadt Schweinfurt weg müssen. Er erzählt ganz, ganz voller Liebe von seiner Mutter, die seine Stiefmutter ist, von seinen Großeltern. Er schreibt ganz selbstkritisch. Und das ist auch die letzte Seite und die packt einen nochmal richtig über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater und seine Rolle in diesem Verhältnis zu seinem Vater. Er öffnet sich wahnsinnig, er transkribiert Briefe, Liebesbriefe von seinem Vater an seine Stiefmutter. Das ist ein Buch, das wärmt einem das Herz und wir haben gerade schon mal versucht, es aufzunehmen. Ich wollte noch erzählen, es gibt eine tolle Stelle über seine Frau Nele. Das wollte ich vorlesen, aber ich musste leider schon wieder heulen, weil es so zu Herzen gehend und so rührend ist, wie zauberhaft er sein Leben mit seiner dementen Frau Nele beschreibt, die er schon kennt, seit er Junge ist und die er schon heimlich im Internat besucht und mit der er sich heimlich trifft. Und es ist eine lebenslange, fast lebenslange Liebe, seit sie 16 und 17 sind. Dieses Buch tut einem einfach nur gut, mit allem, worüber er auch schreibt, was nicht so schön ist und auch dramatische Dinge in seinem Leben oder in der Welt. Aber es ist trotzdem immer so, dass es einem das Herz wärmt und auch den Geist wärmt, weil es so wunderbar erzählt ist. Paul Maar, Wie alles kam.